Herzlich willkommen zurück zu unserem Pokémon Worldwide Nuzlocke. Wir haben eine kleine Grinding-Montage gehabt, die ihr gesehen habt, wo ich all unsere Pokémon auf Level 30 trainiert habe, außer Lotta, die hier relativ wenig tun wird. Ich denke mal daran und werde ein paar Potions kaufen, denn ich habe echt so das miese Gefühl, wir sind immer noch unterlevelt. Das rechtliche Geld kaufe ich mir am besten noch ein paar Superbälle für später, aber... Oh, ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, wir sind unterlevelt. Was meinst du? Ich habe das Gefühl, dass du gemeint bist. Nein, bin ich nicht. Doch. Ich habe dir vorhin geschrieben, Moment. Ja, Moment. Ich hatte nicht geschrieben, dass ich bereit bin. Ich hatte eben halt noch was zu tun. Ja, ich habe ja trotzdem nur vorher, schon vorher, bevor ich dich gefragt habe, mal gegrindet. Okay. Und ich glaube jetzt trotzdem, ich habe so das miese Gefühl, wir werden alle unsere Pokémon verlieren. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht bereit. Oh. Ich weiß, er fängt mit einem hohen Weisel und einem Maskereigen an. Ich weiß, mit den beiden fängt er an. Das heißt an sich, Gael und Ludwig sind die beste Wahl, die wir hier haben. Hm. Werden wir da so viele Crits reinkriegen und deswegen Pokémon verlieren? Ich sehe es jetzt schon vor mir. Ich hab Angst. Oh. Ich hab Angst. Wir werden so viele Crits abkriegen. Ich hätte noch auf Level 33 oder so. Nein, ich hätte noch auf Level 40 trainieren sollen. Ah, ich habe solche Angst. Oh, wird schon. Es wird alles gut laufen. Ja, hoffen wir es mal. Ja, hier startet auf jeden Fall. Wir haben ja wieder einen Doppelkampf und der startet mit einem Hohen Weisel und einem Maskereigen. Oh. Hohen Weisel macht erstmal den schönen Bedroher, deswegen will ich auch an sich nicht, wollte ich auch an sich nicht Dingens vorne haben. Weil ich habe mir mal so angeguckt, was er so hat, auch ein bisschen mit ein paar mit den Fähigkeiten, ne? Den Angriff habe ich jetzt nicht richtig geguckt. Ich habe bloß einen Maskereigen mit Bedroher, deswegen wollte ich Ludwig nicht vorne, damit wollte ich Pearl nicht vorne haben, ne? Ich glaube aber, ein Aurora-Strahl von Ludwig sollte ausreichen, um Maskeregen... Okay, jetzt Maskeregen, ich nenne es trotzdem immer Maskeregen. Um Maskeregen zu töten. Oh. Oder auch nicht. Und da kommt das, wovor ich eigentlich am meisten Angst hatte. Das Siedewasser. Oh mein Gott, Toxin. Scheiße, und ich habe keine... ich habe, glaube ich, keine Gegengifte dabei. Okay, erstmal gucken, ob ich Gegengifte habe. Das ist gerade viel wichtiger. Hast du bestimmt nicht. Du hast bestimmt keine Gegengifte. Nö, aber ich habe eine Patcherberry. Zwei Patcherberries. Okay. Okay, da Maskeregen ein Käferflug-Pokémon ist, erstmal Maskeregen mit Glut erledigen. Denn ich habe da gerade echt riesige Angst. Und hier kommt Akrobatik. Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Hi. Und da kommt Matrifol. Okay. Okay, Matrifol hat einfach mal eine Riesenschwäche gegen Gael, ne? Deswegen werde ich jetzt mit Ludwigs Runde Gael heilen. Ne? Und Glut. Oh mein Gott, Matrifol überlebt so knapp. Oh. Und Kreuzschere. Oh. Macht zum Glück kaum Schaden. Hier kommt dann noch die Kehrtwende. Ich hatte gerade aus Ludwig, dem Augenwinkel. Ludwig hält das aus. Ludwig. Ich hatte gerade aus dem Augenwinkel heraus im Bildschirm geguckt und das sah für mich dann so aus, als wäre das kein Austausch, sondern ein Gengar. Okay. Ja, ich dachte schon so, hä? Ich weiß. Wieso kann Gengar vergiftet werden? Soll ich es jetzt heilen oder soll ich angreifen? Oh. Matrifol ist tot, ne? Greif an. Nee, ich heile lieber Ludwig. Ich habe echt Angst vor Crits, aber Matrifol ist tot. Okay. Gael ist schneller als Matrifol, das haben wir gerade gesehen. Außer es war ein Speed-Tier, aber das glaube ich nicht. Oh nein, Scolipede kann Rock Slide. Komm, kein Flinch. Yes, kein Flinch.
Okay, Matriful ist erledigt. Okay, hier kommt... Ah, ich muss sowieso Ludwig austauschen. Hier kommt nämlich, hier kommt Scaraborn. Das ist ein bisschen, wovor ich Angst habe. Ne? Aber ich muss Ludwig halt austauschen, weil, Scaraborn kann Kampfattacken. Und Kampfattacken sind nicht gut gegen ein Eis-Pokémon. Hm. Da kann ich lieber einen Bedroher rauskriegen. Jetzt eben, Gael hochheilen. Macht er wieder einen Rock Slide. Das ist nicht ganz so gut. Zum Glück trägt Gael, da siehst du, da kam der Brick Break. Und der wäre nicht gut gewesen. Oh mein Gott, das hat Guts! Okay, jetzt habe ich extra großen Schiss. Solange er nicht crittet, wird er, es nicht erledigen. Oh mein Gott, Rock Climb! Nein! Nein, 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 nein! Oh, nein, Gael ist verwirrt, nein! Oh, was? Wenigstens Flame Buddy. Aber Gael ist verwirrt, schlag dich nicht selbst, schlag dich nicht selbst! Nein! Oh nein, Bugbite. Komm, das überlebst du. Pearl! Yes, 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 Pale, Pale. Pearl überlebt es. Okay, die beiden sind in der nächsten Runde tot. Ne? Besser gesagt, Scaraborn ist in der nächsten Runde tot. Deswegen, weil unsere beiden auch in der nächsten Runde tot wären, heile ich einfach mal Gael. Es ist echt gut, dass ich noch so viele Super Potions gekauft habe. Oh mein Gott. Ja. Oh nein, er benutzt Hyper Potion. Ah. Arsch. Wenigstens kann das Vieh, wie heißt es nochmal, Zerapendra nichts tun. Oder es kann was tun, aber guck mal, es macht überhaupt keinen Schaden mehr, weil es hier jetzt verbrannt ist. Also, da brauchen wir echt weniger Sorgen haben. Heilen müssen wir, glaube ich, nicht mehr. Greifen wir mal Scaraborn an und... Ich habe gerade echt mehr Angst vor Scaraborn, weil Zerapendra kann nicht wirklich viel tun, außer... Was ist jetzt Zerapendra? Ja, es war Zerapendra. Außer uns einfach mal vergiften. Das kann es natürlich. Oh, scheiße, Gael ist ja verwirrt. Schlag dich nicht selbst! Nein, Gael, warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst, Gael? Warum? Magst du dich etwa nicht? Egal. Oh mein Gott, wir haben gekrittet. Ja, er mag dich nicht. Oh mein Gott, wir haben gekrittet. Okay, wir haben jetzt ganz klar ein Problem. Pearl ist vergiftet. Deswegen werde ich jetzt erstmal Pearl austauschen, weil ich habe echt keine Zeit, da was zu drehen und wenden, ne? Mhm. Zerapendra kann wirklich nichts machen. Es ist ein physischer Angreifer, aber es kann auf jeden Fall Rock Climb und Rock Slide, ne? Und Toxin. Und ich meine, er ist verbrannt. Das heißt, er macht jetzt selbst das Effektive auf Gael. Wenn Gael sich nicht selbst schlägt, ist super. Danke, Gael. Deswegen habe ich weniger Angst gerade vor Zerapendra, weil Zerapendra kann wirklich nichts machen. Ne? Ja. Und Signalleuchte macht auch nichts. Nur, dass wirklich das Gael so lange verwirrt ist, stört mich. So, ich glaube nicht, dass Jan Mega irgendwas gegen Austausch tun kann. Deswegen werde ich jetzt einmal losgehen, Jan Mega mit einem Aurora-Strahl angreifen und okay. Gael heilen. Okay. Ja, da, Air Slash. Boah, ich bin echt froh, dass ich Gael, Dingens gegeben habe. Okay. Evolid. Dadurch hält er so einiges aus. Mhm. Und Pearl ist jetzt Level 31, aber wir können Pearl nicht mehr wirklich in den Kampf holen. Ich hätte mehr Gegengifte kaufen sollen. No. Okay, da kommt noch wieder Vespiquen. Oder insgesamt Gegengifte, du hast ja gar keine. Gehabt. Ja, ich hatte die eine Beere. Ich habe noch eine Beere, aber ich habe keine Zeit, sie zu verwenden. Da ich ein bisschen Angst habe vor Vespiquen, ne? Weil es kann diese Akrobatik, es ist zwar verbrannt, aber ich weiß nicht, was es sonst noch kann, ne? Und die Akrobatik macht echt verdammt viel Schaden, deswegen heile ich einfach mal eben unsere Pokémon hoch. Megahorn, natürlich trifft da wahrscheinlich jetzt einen Crit. Nein! Oh, ja stimmt, es kann U-Turn. Kehrtwende, ich erinnere mich. Aber zum Glück sind die beiden verbrannt, deswegen...
brauche ich gerade doch nicht so viel Angst zu haben. Na. Okay. Vespiquen. Ich finde das auch viel schöner als Hohnweisel. Entschuldigung. Ganz ehrlich, Hohnweisel klingt scheiße. Ja. Geil, wie lange kannst du eigentlich verwirrt sein? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, sehr lange. Ganz ehrlich, wie lange kannst du verwirrt sein? Das ist ja echt unglaublich. Natürlich. Natürlich, Ludwig flincht. Warum auch nicht? Ne? Egal, ja. Der wird jetzt wahrscheinlich uns noch irgendwie mit Protect spawnen wollen, aber naja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Yay. Und Gael ist nicht mehr verwirrt. Ein Glück. Nebenbei, ihr merkt auch vielleicht, ihr merkt vielleicht, dass mein Mikro gerade viel besser klingt. Nein. Und doch besser als gestern. Nein. Doch. Nein. Ich habe nämlich jetzt es richtig hingekriegt, dass ich es richtig einzustellen. Es war eine sehr lange, komplizierte Prozedur und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die ganze Zeit in die falsche Seite des Mikros reingesprochen habe. Okay, wir kriegen Techno Blast. Okay. Okay. Zum Glück ist das ja hier nicht so, dass deine Pokémon, wenn die vergiftet sind, außerhalb des Kampfes Schaden nehmen. Beste Neuerung in der 5. Generation. Oh fuck, ich habe aufgehört zu drücken. Ich dachte, wir wären durch und wollten nicht mehr. Entschuldigung. Kannst du das mal echt lassen? Benimm dich mal wie eine Dame. Tut mir leid, die kommen immer so raus. Ich kann die nicht kontrollieren, okay? Gott, mach mir nicht so blöd von der Seite an. Ich überleg mir nochmal, ob ich Freitag zu dir komme. Wenn du mich so anzickst. Ja, und hier kommt wieder. Bell. Oh, ich hab auch, Samstag nicht mal mit ich hab auch vor allem sogar schon geguckt, ne? Was so in der nächsten, auf den nächsten Routen noch so kommt, ne? Ja. Wir haben noch einen Scherenkampf, deswegen hatte ich ja sofort Angst, als wir Scheren gesehen haben im letzten Part, ne? Ich bin auch beim Grinden, wo ich dann da so links von dem Ort, wo wir Ludwig gefangen haben, ein paar Trainer besiegt habe, ne? Bin ich da hingegangen und ja, hab da ein paar Trainer besiegt, ein Item gekriegt. Und ja, da habe ich auch versucht, Scheren aus dem Weg zu gehen. Können wir eigentlich irgendwem Technoblast beibringen? Ich meine, das ist normalerweise. Ja, hier haben wir Barrage gekriegt. Das ist eine scheiß Attacke. Technoblast ist aber an sich die Attacke. Schade. Ist an sich der Signature Move von Genesect. Deswegen wundert es mich, dass wir es da kriegen. Was mir jetzt gerade auch gerade einfällt, ich hatte ja mit Victini da geguckt, ne? Ja. So, und ich war mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil das hier ja so ein Hack ist, ob wir da so schon direkt das Ticket kriegen und alles, ne? Ja. Anscheinend ist es nicht möglich... Oh, jetzt kommt sie. Anscheinend ist es nicht möglich, das Ticket so zu kriegen. Okay. Deswegen ich das, da ist auch direkt so machen, dass ich das ins Spiel reinschieben kann. Ne? Ja. Deswegen wollte ich jetzt euch fragen, soll ich es da reinschießen oder nicht? Ja. Du es. Ja, auf, damit wir dann dort noch ein zusätzliches Pokémon fangen können. Du es. Und, okay, ich muss auswechseln. Ich muss auswechseln, Gael hält's nicht lange aus gegen so einen blöden Wasseraffen. Wie heißt denn nochmal die Weiterentwicklung? Von Sodamak. Von Sodamak? Ja. Don't ask me. Wie heißt insgesamt die Weiterentwicklung von den Affen? Grillcheater. Genau, Grillcheater. Und. Warum gehe ich eigentlich nicht sofort auf das Sodacheater? Ja, müsste dann folglich Soda-Cheater sein. Oh, er will mich verbrennen, deswegen benutzt er sie. Oh, natürlich kriegt er den Burn! Oha, wie sieht das denn Essen aus, Hammer? Natürlich kriegt er den Burn! Oh. Warum sollte er jetzt auch Dingens nicht verbrennen? Und dadurch überlebt er natürlich.
Okay, da ich gerade echt mehr Angst vor dem Soda-Cheater habe. Und ich... Ich muss mal echt irgendwie Heilzeugs kaufen. Oh, benutzt die eine Super Potion? Das ist voll unfair. Und jetzt kommt dich damit, dass ich auch eine Super... Dass ich auch einen super Trank verwende. Ich darf das. Meine Pokémon sind tot, wenn sie besiegt sind. Deine nicht. Was macht überhaupt Synchronize? Ich habe keine Ahnung. Weil es ist ständig benutzt. Okay. Pearl, zum Glück bist du ein... zum Glück bist du ein Mixed Attacker. Warum benutzt du schon wieder einen scheiß Supertrank? Because fuck you? Ich meine, come on! Egal, dann würdest du es für ihre stärkeren Pokémon ja nicht verwenden, aber trotzdem! Ne? Ja. Zum Glück ist ja unser Pearl ein Mixed Attacker. Ich hab den bloß mal so für die Coverage Käfertrutz beigebracht. Oder wie heißt das auf Deutsch? Bass. Okay. Ich glaube, so ein Funkensprung sollte trotzdem reichen. Oh, warum habe ich so viel Pech? Oh, ich war schon. Das war nicht mal ein Crit. Oh mein Gott. Was? Warum halten deren Pokémon eigentlich immer so viel aus? Weil die alle auf Verteidigung sind. Siehst du doch. Ja, anscheinend, ne? Ja. Die müssen alle immer mit Max Verteidigung spielen. Ganz ehrlich, warum halten deren Pokémon immer so viel aus und meine nicht? Ist ja echt unglaublich. Und ja, weil wir das hier noch voraufnehmen, bevor die, noch bevor die Dingens ist, die... Ach, scheiße, warum wechsle ich da rein? Verdammt, verdammt, verdammt! Bevor diese Nintendo Direct ist, dass wir neue, wahrscheinlich neue Informationen über Omega Rubin und Alpha Saphir kriegen. Lol. Können wir da, werden wir hierauf auch noch eingehen und alles, ne? Wir werden auch in den nächsten Parts, weil wir die schon alle vorher aufnehmen, nicht darauf eingehen können. Bis nächste Woche. Weil ich habe heute einfach mal so viel Zeit und da möchte ich... Oh, zum Glück ist das ihr letztes fucking Pokémon. Komm, Lotta. Ich meine, was soll dieses Nebilikat... Es kann Finte. Zum Glück setzt es Finte lieber auf Austoss ein, anstatt auf Lamus, wo es sehr effektiv wäre. Ja. Sehr klug, Bell. Wirklich sehr klug. Ja. Schon wieder? Okay, hab mehr Angst vor dem Austoss? Ich glaube, es ist dir gefährlicher. Wenn du es willst, Bell. Oh, Lotta ist endlich Level 29. Ich wollte sie nicht höher, weiter hochleveln. Weil echt, das war total nervig. Dann immer irgendwelche Pokémon gegen die Lotta eine Chance hat, war sie entweder langsamer oder wurde dann irgendwie eingeschläfert oder sonst was, ne? Ah. Und da hatte ich dann echt keine Lust, weil vor allem für die Arena brauchten wir Lotta ja nicht wirklich. Mhm. Und deswegen habe ich Lotta da nicht wirklich hochtrainiert. Ich glaube, wir werden jetzt noch zurück zur, okay, wir haben leider zwar jetzt... auch relativ kurz, so mit 20 Minuten, aber ihr könnt ihr mal schreiben. Wollt ihr eigentlich lieber solche halbstündigen Parts oder eher so 20 Minuten, Viertelstunde? Was ist euch lieber? Schreibt es uns mal in die Comments. Und ja, wir gehen jetzt noch eben zurück zum Pokémon Center, beenden dann den Part. Im nächsten Part werden wir dann Sheridan auf der nächsten Route machen. Wir gucken mal, ob wir in dieses Wüstenresort können, um dort noch ein neues Pokémon zu fangen. Und ansonsten ist eigentlich das nächste, ist eigentlich die nächste Stadt mit dem Riesenrad und Bitchface. Das romantische Ja. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann.